Sind wir schon live oder was? Ja, Mann. Alter. Das hab ich dir gerade so gemütlich gemacht da unten. Ach, Junge, fuck. Ist schon 15 Uhr. Dürfen wir unsere kleine Höhle da unter den Tischen schon verlassen? Ansonsten lässt Uwe uns nicht raus, weißt du? Nur ja, wenn die Show ansteht. Müssen wir wohl. Oh Mann, oh Mann. Ja, aber Link ist immer dabei. Link ist immer dabei. Genau. Aus Hyrule. Genau. Hab ich früher mal gedacht, das heißt Hyrule. Das ist dann auch immer so lustig, dass man so früher immer die englischen oder die englischen Begriffe nicht so haben wir uns eingedeutscht, weißt du? Das Hyrule. Heutzutage immer noch. Ich zum Beispiel bin kein Freund davon, etwas einzudeutschen, aber ich sag immer Amazon. Ja. Da werde ich niemals Amazon sagen. Ich sage auch nur Hipster Amazon. Das werde ich niemals sagen. Nee, es sei denn, ich spreche mit jemandem, der Englisch spricht. Richtig, richtig. Haben wir gleich mal einen Opa hier getroffen und der sagt, it's dangerous to go alone, take this. Also, alleine rumzuwandern durch die Welt ist gefährlich, wir nehmen das Schwert. Ja. Legend of Zelda war eines der ersten Spiele außerhalb Japans, das einen internen Speicher für Safe Games beinhaltete. Ah, krass. Also wer das damals noch kennt, das gab es auch, also es gab auch Spiele, die danach noch kamen, ohne Speicher. Mhm. Sehr, sehr viele Spiele, zum Beispiel eins meiner Lieblingsspiele, Mega Man, da gab es keinen Speicher. Es gibt eigentlich nichts Geileres als Kroketten. Ich muss dabei sein, ja, das stimmt natürlich. Aber da weiß ich sogar noch den Soundtrack, ey, der war so gut damals. Ja. Oh, die halten mehr aus. Ey, die sehen auch fies aus, ey. Oh, der Soundeffekt auch so, dass... Was passiert hier? Also nicht wundern, im Hintergrund werden Katzen getötet. Ja. Gruß gehen raus an die Designer und Entwickler. Ja. Die müssten ja jetzt schon... Ich denke mal, die waren vielleicht so in den 20er oder 30er Jahren, als sie das gemacht haben. Dann müssten die jetzt echt schon fast der Rentner sein. Krass, oder? Wer also weiß, ob die gar nicht mal böse gemeint jetzt. Ja, wer weiß, ob die Leute da... Kann auch sein, dass da schon ein, zwei Leute nicht mehr von unter uns sind, ne? Ja, wenn die so ein Rockstar-Spieldesigner-Leben gelebt haben. Mit ein bisschen Cocaine. Kennst du das damals noch auf 9 Live? Wie viele Dreiecke sind in diesem Dreieck? Wo dann über 100.000 Stück drin waren. Mit der Jürgen, da macht er noch wie viel Teile. Soll ich den Hot-Button drücken? Soll ich? Die Frauen in Amsterdam, die waren auch hübsch, ey. Das ist. Ich wollte gerade sagen, die kann ich sind wahrscheinlich jetzt nicht flach. Die fahren halt alle Fahrrad, weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, das ist cool. Das ist natürlich gut für den Hintern. Ich sehe schon. Man muss sagen, wie es ist, ne? Ist auch ein Kompliment. Beautiful. Aber das könnte jetzt schon eher so die goldene Retro-Ära sein. Also manche Leute, die mögen es ja wirklich so ganz rudimentär aus den 80ern und sowas, was wir gerade gesehen haben. Aber das ist für mich so mein Ding. Da bin ich aufgewachsen mit Super Nintendo. Es sieht halt aber auch schon geil aus, muss man sagen. Das ist auch schon geil. Das ist auch super geil. Guck, alleine das Schwert, dieses Auge da drin, siehst du das? Ah, mega gut. Und das blinkt und hier, man kriegt ein ordentliches Intro. Ja. Long ago in the beautiful kingdom of Hyrule, surrounded by mountains and forests. Beziehungsweise, mega nice. Also für Epileptiker war das vorher ein bisschen so tschick, 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 tschick. The Legend of Zelda Link to the Past hieß in Japan The Legend of Zelda Triforce of the Gods. Mm. Nintendo Amerika war das religiös. Also selbst damals schon? Ja. Krass, das klingt so nach einem 2018-Ding. Ja, neben dem Namen änderten sie auch die Rolle eines Priesters in einen Magier und nannten die Elfe Megami, Göttin, in Fat Fairio. Wow. Also irgendwo im Garten muss es so einen geheimen Zugang geben. Wo ist der wohl? Ah, haben wir ihn! Foddy! He dead. Denn wir werden Red Dead Redemption 2 anspielen im Lucky Line. Und es wird ein ganz normaler Lucky Line. Aber nach dem Lucky Line geht's weiter. Oh, das heißt, wir hören nicht auf. Ja. Oh ja. Du hast dann auch die Möglichkeit zu bleiben, solange du willst. Ja. Aber wir streamen das Spiel. Oder wir streamen grundsätzlich, bis wir durch sind. Krass. Das heißt, wir sind mit einigen Leuten hier. Ja. Der Tobi ist da, der Leon ist da, der Timon ist da, der Gordy ist da. Der Gordy kommt? Ja, der Gordy kommt. Dann gehe ich nach kleiner Hause. Kein Bock. Willst du mal einen Trick sehen? Boah, krass, Alter. Hey. Wie hast du das jetzt gemacht? Hast du draufgepinkelt, oder? Ja, klar. Das Ding ist, dass ich irgendwann nicht aufgepasst habe. Und es gibt in dem Spiel so einen Postboten, der immer irgendwie nur morgens erscheint im Spiel. Und das habe ich nie mitbekommen. Und ich musste diese Maske dem geben. Ohne das bin ich nicht weitergekommen. Ja. Und da habe ich dann irgendwann aufgehört. Damals gab es noch kein Internet. Ja. Ist so. Hey, du fehlloser Versager. Was hast du mit dem Dekobaum zu bereden? Ohne Fee bist du nicht mal ein richtiger Mann. Ja, okay, alles klar. Okay, dann lässt uns nicht durch. Erst wenn wir mit dem Schwert und dem Schild kommen.
Alter, richtig unfreundlich. Hey! Vor allen Dingen durfte ich bei Freunden immer länger bleiben, als die Freunde bei mir bleiben durften, weißt du? Okay. Irgendwann haben meine Eltern einfach irgendwann gesagt, so jetzt... Hau einfach ab. Jetzt reicht's auch wieder hier mit eurem Unsinn. Kendrick Praise. Ist das dein Hype? Das ist mehr oder weniger der Hype, ja. Mehr oder weniger. Aber das würdest du... Praise the Lord. Das würdest du kennen. Praise the Sun heißt es eigentlich. Praise the Sun, Dark Souls. Wenn du Dark Souls spielst, ja. Sagt er, würdest du kennen, was sag ich, bevor du sagst. Ja, wir haben noch keine Kohle. Guck mal, da sind zwei Truhen, Digga. Auf. Boom. Hast du gesehen? Der Link ist so ein krasser Dude. Kippt immer wieder die Truhen aufmacht. Zack. Machst du es nicht so, ey? Richtiger Styler. Wow. Ah, die macht es sogar normal auf, die ist zu groß. Ich muss ganz sagen, wie würdest du die aufkicken? Ja, der fällt da fast rein. Schwert. Das Kokiri-Schwert. der Dude, der hinter dem Tresen steht, der sieht so ein bisschen aus wie die Bongo Cat. Ach, die Bongo Cat, Alter. Guck mal, der muss nur noch mit den Händen so machen. Dann hast du die. Willkommen. Und da warst du doch gerade drin. Da waren wir nicht drin, Alter. Chat, waren wir da drin? Das wäre mir doch sonst aufgefallen. Ich hätte es mit dem Bongo Cat sofort gesagt. Lüg mich nicht an. Wir verkaufen Schilde, aber keine Schwerter. Kendrick. Ja? Drück nochmal. Stopp. Was siehst du jetzt? Lol. Okay. Alles klar. 40 Rubine. Gimme das. Ah! Dekonüsse, 10 Stück. Mann, Kendrick, ey. Ja, du kannst mir auch meine Dekonüsse, ey. Herzchen kann man sich kaufen. Die ist aber auch nur zur Deko, ne? Wow! Super dramatisch, ich liebe es. Da hat sie gesagt, kann man raufklettern. Wow, wow! Wie soll ich den denn platt machen? Tja. Gar nicht, lauf einfach dann vorbei. Bis 30 Stunden, keine Ahnung, schleim mich tot. Ja, wir wissen nicht, wie lange es dauert. Wir haben jetzt 30 Stunden uns so aufgeschrieben und sortiert. Hm. Aber wie lange es dauert, wissen wir nicht. Es kann auch sein, dass wir Montag noch dran sind. Vor allem, wenn der Tobi spielt. Oh!